Wir waren also erst ein Treffen der Feuerwehr zusammen mit der Feuerwehr Wetzeldorf. Haben also dort vorgefunden, starken Rauch, bereits aus dem Dach dringend, der hier durch den Brand im Obergeschoss schon sehr weit ausgedehnt war. Bei der Erkundung rund ums Gebäude herum war dann auf der gegenüberliegenden Seite des Gebäudes schon ein erster Durchbruch des Feuers ersichtlich. Wir haben dann versucht, sofort mit Atemschutzgeräteträcher im ersten Obergeschoss die Flammen einzudämmen und zu schauen, dass der Schaden so weit wie möglich eben hier gering gehalten wird. Die dringlichste Aufgabe war bei dieser schwierigen Einsatzstelle vor allem das Wetter, die Straßenkette und die Wasserversorgung, die dann mit den nachfolgenden Feuerwehren sehr zügig aufgebaut werden konnte. Wir haben dann das Feuer auch sehr zeitnah löschen können. Es ist Gott sei Dank kein Personenschaden, sondern nur Sachschaden entstanden. Okay. Okay.